Ja, ich mach gleich Wolfi noch auf den Möhrenthron. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Mit Sequenz. Oh, gut. Die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte. Doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich. Welches Medaillon? Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Welches Medaillon? Phineas Nigellus Black. Gleich treffen sie den Schuh. Den kennen wir auch. Oh mein Gott, das ruckelt gerade schon wieder. Das ist ein Anfang einer Sequenz. Fee, warum auch immer. Schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint. Kobolde. Ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich mag seinen Anzug. Meine Güte, mag ich seinen Anzug. Ich melde mich. FPS-Sub. Ja, das wird immer wieder passieren. Wie Karl schon gesagt hat, das wird immer wieder passieren. Vermutlich immer, wenn irgendwie Sequenzen anfangen. Dann warum auch immer. Professor Weasley. Noch jemand für die Auswahl. Ach, Professor Weasley. Sie ist, ach, die ist stellvertretend. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Oder wenn too much stuff passiert. Das kann auch gut sein, ja. So, na? Welches Haus? Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen. Ein bisschen. Nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Ich will auf jeden Fall erkunden. Ich will erkunden. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Du hast vor kurzem erfahren, dass du eine seltene Fähigkeit besitzt. Ich spüre wachsenden Ehrgeiz. Ein Streben nach Macht. Vielleicht gehörst du nach Slytherin. Natürlich gehöre ich nach Slytherin. Ja, beim Anfang hier ist es am schlimmsten, danach wird es besser. Was viel schlimmer ist, dass sich das Spiel plötzlich auf 20 FPS cappen ohne Grund. Das ist total skurril. Natürlich Slytherin. Der sprechende Hut wird deine Entscheidung berücksichtigen, wenn er dich deinem Haus zuweist. Slytherin. Es gibt keine andere Wahl. Schlüssel for life. Du gehörst nach Slytherin. Allein schon wegen dem Grün. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe! Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber eingeteilt bringen werden, Sie mich nicht obwohl dazu. Du vorab wusstest, Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft unfair. Konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben.
Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Professor Weasley. Hi, Leg, schön, dass du da bist. Ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Gibt's dafür nicht eigentlich, Klassensprecher und sowas? Eingeteilt werden, obwohl du vorher wusstest, wo du landen wirst, klingt unfair. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht einfallsreich sein. Das dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Ja, Professor Weasley. Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. Nun denn. Ist das Atmen? Aspiration. Schick. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Snack, snack, snack. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Oh, ist das hübsch? Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Als Aspiration wird einerseits das Ansaugen von Gasen oder Flüssigkeiten, zum Beispiel in der Name von Gelenkflüssigkeit mit Injektion, ebenfalls bei den Eindringen von flüssigen und festen Stoffen in die Atemwege und der Atem. Klingt also nicht so cool, offensichtlich. Würde ich sagen. Das klingt nicht so cool. Das klingt nicht förderlich, sag ich mal. Miami, warum bist du dagegen? Warum bist du denn grün, beste Farbe? Auf jeden Fall Quidditch Cop-Out. Frage ich mich einfach, warum sie das rausgenommen haben. Ob das storymäßig noch erklärt wird, ob das wieder eingeführt wird oder ob sie dafür keine Zeit hatten, das einzubauen. Auf Twitch, auf der PS4 lädt sich tot. Was? Finde den Gemeinschaftsraum. Das ist bestimmt richtig schwer. Warte. Revelio. Vielleicht hilft mir das, den Gemeinschaftsraum zu finden. Ist das meine Truhe? Gucken uns hier natürlich mal um. War nicht das der Gemeinschaftsraum von Slytherin? War der nicht unter dem See, weswegen die ganze Zeit so ein grünliches Schimmern durch die Decken, durch das Oberlicht schien? Ich überlege gerade. Vermutlich aber. Erstmal haben sie Quidditch weggeschrieben, das stimmt. Vielleicht ist es auch nicht schlecht. Oh. An apple a day keeps the doctor away. Eigentlich schon. Naja, vielleicht ist ja das gemeint, das ist der Schlafsaal. Das ist einer der Schlafsäle. Vielleicht ist ja im Gemeinschaftsraum, ist das ja vielleicht so. Ach, guck mal. Da ist schon das Grün. Da ist schon das Grün mit den Algen, die da rumhängen. Also, wir müssen nach da, dann gehen wir erstmal nach hier. Guten Tag. Schloss auf Stufe 1. Oh Gott, das geht jetzt schon los. Vielleicht sollten wir... Ich möchte vielleicht... Vielleicht sollte ich noch nicht erkunden. Oh mein Gott, ruckel, ruckel. Wieso ruckelt das eigentlich gerade? Wieder nur bei euch so. Türen und so, ne? Türen und so. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Schönen guten Tag. Neue Fünftklässler. Ich bin der neue Fünftklässler. Wenn man im fünften Jahr in Hogwarts anfängt. Der wohl herkommt. Wäre fast Drachenfutter geworden, wie der arme Mann vom Ministerium. Hast du gesehen, wie er am Ende der Einführungsfeier gestern einfach reinmarschiert ist? Ja. Seltsam, so spät mit der Schule anzufangen. Platz machen, Leute. Lasst ihn durch. Genau, lasst mich durch. Langsamer PC, das ist wohl wahr, und halt noch streamen. Bin neu in der Schule, ich spreche mal kurz in die Schlafzimmer meiner Schulkameraden ein. Sowieso, wie gesagt, ich vermute, der PC kommt bei dem Spiel an die Grenzen. Ja, sehr wahrscheinlich. Nom, nom, nom. Was haben wir hier?
Schon hübsch. Schon sehr hübsch. Wir müssen uns einigen vorstellen, natürlich nicht allen. Gar nicht. Es hilft wohl. Du weißt gar nicht, was ich vorhabe. Ja, wie der einfach, wie sofort alle wissen, dass ich von einem Drachen gegriffen wurde. Nein. Ja. Dieser Neue, ne? Der Haarenklippe ständig durch die Kapuze seines Mantels. So ein komischer Typ. Das Problem an langen Haaren. Irgendwie kriegen sie das in keinem Spiel hin. Kann ich dir helfen? Ah, du bist neu in der fünften. Ich bin Sebastian Sallow. Willkommen bei Slytherin. Vielen Dank. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Fig, der zufällig dabei war. Trotzdem, beeindruckend. Wirklich übel, der Arme. Schön, dass es dir und Fig gut geht. Erstmal, das ist genau das, was Chaos meinte, dass das hier halt sofort einfach mal die Dialoge und alles sofort ruckeln. Und 1890 waren Gerüchte auch schon mit Lichtgeschwindigkeit. Es war aufregend. Dann wäre er tot. Das ist schrecklich. Ist es schrecklich? Weil er tot ist? Oder war es aufregend, weil wir einen Drachen gesehen haben und die kämpft haben? Was sagt ihr? War das schrecklich? Oder war das aufregend? Unter eurem Sitz findet ihr jetzt ein Gerät zum Abstimmen. Nutzt es Taste 1 und Taste 2. Drückt jetzt, um abzustimmen. Schrecklich aufregend. Aufregend. Schrecklich aufregend. Ja, es war schrecklich aufregend. Das stimmt. Das ist eigentlich sehr, sehr aufregend. Es war auch einfach sehr aufregend. Ich meine, es ist nur einer gestorben. Ist nicht so viel, ne? Statistik ist okay. 10% Verlustrate ist normal und aufgerundet. Natürlich war es grauenvoll. Aber doch auch ein Erlebnis. Interessante Betrachtungsweise. Wie seid ihr entkommen? Wenn ich ehrlich bin, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erstmal. Wir können später reden. Nur einer gestorben. Gute Bilanz. Genau. Was sagt der Stream jetzt? Donated Cutterfee, damit er sich einen neuen PC kaufen kann. Nein, das müsste er nicht. Was liest du da? Welches Buch liest du da? Ein Zauberbuch. Da stehen zwar interessante Dinge drin, aber nicht das, wonach ich eigentlich suche. Bestimmt findest du es bald selbst heraus. Aber in unseren Büchern stehen nicht alle Zauber, die man benötigt. Avada Kedavra! Meinst du, manche Zaubersprüche werden nicht in Hogwarts gelehrt? Welche? Ah, da habe ich wohl eine verwandte Seele getroffen. Aber darüber reden wir ein andermal. Dies wird dein Schicksal beeinflussen. Viel Glück heute. Warum? Warum viel Glück? Was steht an? Jetzt habe ich Angst. Oh Gott, ist das schön. Ist das schön oder ist das schön? Ha! Revelio. Ich könnte jetzt ein Butterbier aus den drei Wesen gebrauchen. Ein Gespräch mit Sirona. Könnte besser sein, nur einer. Für den neuen PC. Aber nicht wieder für Kreuzfahrten ausgeben. Doch, nur für Kreuzfahrten. Teenager können grausam sein. Warum ist hier ein... Was? Ah! Ich kann Bücher umstoßen. Warte mal. Okay. Okay. Wir sind... Ach, guck mal, wir sind wirklich unter dem See. Geil. Rapture. Kreuzfahrten hat Kader doch schon gebucht. Das stimmt. Die Kreuzfahrt ist schon gebucht. Und danke für die 10 Bits. Aber nächstes Jahr gibt es keine Kreuzfahrt. Das steht schon ziemlich fest, dass es nächstes Jahr keine Kreuzfahrt gibt. Oh, das würde ich mir überlegen. Warum sind das Skelette hier? Von einem Einhorn. Wie böse ist das denn eigentlich? Kein Wort dazu, okay. Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier, aufgepasst. Ich hab dich gewarnt. Schachmatt. War klar. Hätte auf mich hören sollen. Oh,
ich weiß, wer du bist. Du bist der neue Slytherin, der gestern mit Professor Fig reingestürmt ist. Interessante Taktik für den ersten Tag, die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Fig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Okay. Alles ist sofort bekannt. Nichts bleibt noch irgendwie geheim. Die kann man nicht kaputt machen. Anatomie ist nicht böse. Das stimmt, das ist ein Fake-Skelett. Warum ist das ein Fake-Skelett? Woran erkennst du das? Und wärst du nur da gewesen? Wir haben es auch so geschafft. Sind wir also arrogant, weil wir haben es auch so geschafft? Oder sind wir Teamplayer und sagen, hey, ich kenne dich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob du einfach nur unfassbar angibst. Aber wärst du nur da gewesen? Weil bestimmt lügst du mich nicht an, um beim ersten Treffen jetzt besser dazustehen. Auf dem Besen bin ich legendär. Ich meine, wir sind ein Teamplayer eigentlich, oder? Wenn es ist ein Singleplayer-Spiel. Aber wir wollen ja nicht am ersten Tag gleich arrogant wirken. Ich meine, wir sind kein Malfoy. Und doch selbst Malfoy hatte Untergebene und auch Freunde, so ähnliches. Also, ne, wärst du nur da gewesen. Vielleicht hätte Professor Figs Freund mit deiner Hilfe überlebt. Ganz genau. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Du, fliegst du viel? Hast du während der Schule viel Zeit zum Fliegen? Ich nehme sie mir. Es gibt nichts Besseres, als durch die Türme des Schlosses und über das Quidditch-Feld zu fliegen, um den Kopf frei zu bekommen. Sie flirtet? Lars, das ist Flirten? Weenie? Okay, offensichtlich. Ich meine, ich bin offensichtlich unwissend in sowas. Für mich ist das kein Flirten. Wenn das Flirten ist, das würde ich nicht mitbekommen. Bist du ein Fan von Zauberschach? Du wusstest, dass der Junge verlieren würde. Nicht wirklich. Das ist mir viel zu gemächlich. Außerdem ist es einfach nicht so anspruchsvoll. Die Züge sind immer so offensichtlich. Warum sieht das sonst niemand? Fehlt nur die Antwortmöglichkeit. Ich zeig dir mal einen richtigen Besen. Also, Lars, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber das ist kein Flirten, was du da sagst. Wiedersehen, Imelda. Hat mich gefreut. Bin mir jetzt schon sicher, das würde nicht als Flirten angenommen werden. Ich glaube, ich habe was gehört. Nixon interessieren sich wohl kaum für uns. Ist er blind? Ich glaube, er ist blind. Als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl der neue Fünftklässler. Ich bin Ominous. Ominous Gaunt. Hat mich gefreut, Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Denkwürdig? Ja, beängstigend. Da brauche ich gar nicht fragen. Ich lege gerne einen guten Auftritt hin. Tja, ich wollte gleich damit anfangen, mir einen Namen zu machen. Du bist ganz klar im richtigen Haus. Lass mich wissen, ob ich dir in deinen ersten Tagen hier helfen kann. Doch es wird wohl kaum nötig sein. Tauchen öfter Nixen vor dem Gemeinschaftsraum auf? Meinte dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Ja, aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklässler halten bekanntlich stundenlang Ausschau. Und da steht ja auch immerhin ein Teleskop? Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. Meine Familie väterlicherseits stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Einem der vier Gründer von Hogwarts. Darauf bin ich wohlgemerkt nicht sonderlich stolz. Er war besessen von seinem Blutstatus. Ein Reinblutfanatiker. Leider sind die meisten seiner Nachkommen von einem ähnlichen Schlag. Und du nicht? Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Ist der Slytherin-Neuzugang aus der 5. Klasse hier? Nein. Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Dann schon. Dann natürlich schon. Oh, die Bilder sind natürlich auch schön. Da hatte ja, Colt Murray hat ja in ihren 5-Minuten-Podcast-Videos immer die Bilder auseinandergenommen.
Das ist so nicht trostlos. Wo ist denn das trostlos? Guck dich mal um. Das ist so weit von trostlos entfernt. Und wenn ich mir das hier angucke, kannst du hier auch unfassbar viel analysieren, theoretisch. Wo muss ich hin? Nach da? Ja. Ja, wir folgen erstmal. Wir erkunden noch nicht. Ich muss meinen Erkundungstrieb zurückhalten. Ich muss mich zurückhalten. Erkundungstrieb muss eingeschränkt werden. Oh, schwarze Brett. Oder so. Das ist doch ein Hin... Guck mal, da geht's doch durch. Exploriamus. Guter Zauber, danke für die 10 Bits. Ein guter Zauber. Oh, guck mal. Hm. Baby. Die sind echt schick, diese Wandteppiche. Ich finde, ja, Wandteppiche sind schon was Goldenes. Wenn man die richtige Wohnung dafür hat, also wenn ich die richtige Wohnung hätte, würde ich mir auch Wandteppiche zulegen. Das ist schon, das ist schon was Besonderes. Cthulhu! Exploriamus. Auch ein guter Zauber. Danke für den Bit, Venux. Bombarda Maxima. Ja, das ist auch ein guter Zauber. Okay. Warum habe ich mich kurz gewundert, dass du dich bewegt hast? Aber nur ganz kurz. Schönen Tag. Warte, was ist das? Oh. Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Auf jeden Fall. Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Zauberergradprüfung. Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Ein Buch. Ja, toll. Was ein Buch habt ihr hervorgebracht? Oh. Die Seiten sind weg. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von 5-Klässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Von einem Buch. Wo ist das Buch? Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Ja, wenn sonst nichts ist. Hier lang. Es wurde, ja, es wurde nicht genau erklärt. Wir sind einfach insoweit außergewöhnlich, dass wir jetzt mit der 5... Dann hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Bestimmt. Haustruhe platzieren. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Ja, da brauche ich kein Handbuch für. Schönen guten Tag. Wir sind einfach besonders, deswegen sind wir jetzt erst eingeschult. Rebellion. Oh, warte mal, was? Achso, da brauche ich Feuerzauber. Wirklich erklärt wurde es nicht, warum wir erst mit 5... Genau, wir sind Spätzünder einfach. Mit dem Handbuch und wir sind können halt Sie doch Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Wir haben ja auch diese besondere Fähigkeit... Sie? Na, die Kiste hat ein Auge. Dass Wirken wir alte mal Magie sehen. Auf diese Statue. Mal können. Sehen, was das Handbuch darüber weiß. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Mimiker ist, aber... Ah, bist du ein Mimiker? Lumos. Okay. Revelio. Revelio. Handbuchseite. Sammeln. K.
Kelpie-Statue. Diese Statue stellt den Kelpie dar, einem in Irland und Großbritannien beheimateten Wasserdämon, der unterschiedliche Gestalten annehmen kann. Gewöhnlich die eines langmähnigen Pferdes. Der größte Kelpie, von dem je berichtet wurde, ist das Ungeheuer von Loch Ness in Schottland. Besonders blöd, ja. Wir sind besonders blöd. Ja, Sie, das ist. Ich habe den Magier jetzt angefangen zu spielen, ja, vor kurzem. Und, weil er reworked wurde und, das ist Mod 26. Und, einfach mal so ein bisschen. Ich habe schon mal eine Testversion bekommen, dass ich da schon mal reinschnuppern kann in so Early Access sozusagen. 80 Erfahrungspunkte. Du hast deine Handbuch-Herausforderung freigeschaltet. Dein Fortschritt beim Absolvieren von Herausforderungen wird hier angezeigt. Handbuch-Herausforderungen sind die einzige Möglichkeit, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Das ist deine Zauberstufe. Durch die Herausforderungen verdiente RP erhöhen deine Stufe und deine Macht. Dein Handbuch verfolgt deinen aktuellen Herausforderungsfortschritt. Wähle das Herausforderungsmenü aus, um fortzufahren. Durch das Sammeln deiner ersten Handbuchseite wurde eine neue Herausforderungskategorie freigeschaltet. Neue Herausforderungen, die du im Laufe deines Abenteuers freischaltest, erscheinen hier. Wähle Handbuchseite, um fortzufahren. Mod 25 schon gesehen? Nee, ich bin direkt auf 26 gesprungen. Jede Herausforderung umfasst verschiedene Ränge. Nach jedem abgeschlossenen Rang erhältst du eine spezielle Belohnung, die vom Erscheinungsbild hin bis zu entscheidenden Verbesserungen reichen. Belohnungen müssen im Herausforderungsmenü eingefordert werden. Schaue öfters vorbei, um freigeschaltete Belohnungen einzusammeln. Wie mache ich das jetzt aber normal? Wie öffne ich das normal? Ja, ja, warte mal ganz kurz. Ist das das? Nee, das ist meine Zauber. Wie öffne ich das? Wie öffne ich das im Normalfall? Ach, Escape, okay. Da ist ja offensichtlich was schon freigeschaltet hier. Ich habe ja schon eine Brille freigeschaltet. Und hier habe ich auch irgendwas gesammelt. Revelio-Seiten. Achso, da kann ich mir das nochmal anschauen. Okay, Ausrüstung. Okay. Handbekleidung. Schwarze Lederhandschuhe. Dieser Gegenstand hat keine magischen Eigenschaften, aber wir tragen auf jeden Fall schwarze Handschuhe. Pizza! Guten Hunger, was für Pizza gibt's denn? Das ist das neue Gear, neue Handschuhe, schwarze Lederhandschuhe, die haben keine Eigenschaften. Das ist das neue Gear, was es gibt. Kopfbekleidung. Dunkle Schiebebrille, nee. Ich möchte aber eigentlich... Wieso? Warum? Wo ist meine... Uniform meines vertrauten Schülers mit Weste. Aber ich möchte meine ganz besondere... Traditionelle Schulmann. Meine Mütze. Mein Gesicht. Beiger Schal aus Naturwolle. Nee, danke. Ich möchte meine Mütze aufsetzen. Kann ich offensichtlich noch nicht. Ich fühle mich gemobbt. Inventar. Okay. Ich habe noch nichts. Sammlung. Herausforderungen. Da ist noch was? Was ist denn noch da? Ich habe doch. Karte. Ach du Schande. Was sind das hier? Was sind das? Große Treppe. Weltkarte. Oh Gott. Aufträge. Willkommen in Hogwarts. Na gut. Dann warten wir noch ein bisschen. Dann machen wir erstmal weiter. Kann ich jetzt diese Truhe öffnen? Offensichtlich nicht. Was wolltest du? Sorry. Ich habe dir nicht zugehört, Professor Weasley. Ich war abgelenkt. Die Brille kommt zwar erst noch, die Aufgabe läuft schon noch. Nee, ich möchte meine Maske haben. Die möchte ich haben. Ob Kata irgendwann noch lesen lernt? Nein, würde ich niemals. Spaghetti-Pizza, Spezialpizza. Okay. Mütze als Brille, Vertrauensschüler als vertrauten Schüler. Lernen mit The Clever Lars. Kata lernt lesen, wenn du richtig schreiben lernst. Ja, die perfekte später. Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reist danke, es sich später. Etwas schneller. Ja, danke Ihr schön. Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Ja, später. Nur der Flohflammen. Du kannst jederzeit öffnen, um nur alle entdeckten Flohflammen zu reisen. Okay.
Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort befindet sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser und die große Halle. Wähle die Region Große Treppe. An dieser Ansicht kannst du die Flohflammen sehen, die dir in der Region verfügbar sind. Grüne Flohflammen zeigen von dir entdeckte Flohflammen an, einschließlich des Gemeinschaftsraums in deinem Haus. Graue markieren unentdeckte Standorte. Okay. Auf der rechten Seite der Karte findest du interessante akademische Einrichtungen wie den Astronomieturm, die Bibliothek und die Gewächshäuser. Bibliotheksanbau. Professor Weasley hat für dich die Flohflamme der Haupthalle freigeschaltet. Nutze WAD, um dich da... Okay, möchte ich aber noch nicht. Ich möchte nicht preisen, da ist eine Kiste! Aus den Händen oder so im selben Menü. Muss ich mir gleich mal angucken. Na gut. Wir müssen nochmal später zurück für die Kiste. Tutorials sind schrecklich. I hate Tutorials. Nein, eigentlich mag ich Tutorials. Und da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Kann ich die jetzt aber aktivieren? Ah, Ort entdeckt. Von der Haupthalle aus gelangen sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Revelio. An fast jeden Ort? An welchen denn nicht? Jetzt nur mal so aus purer Neugier. Ach, warte mal, halt, stopp. Aussehen ändern, wurde gesagt. Aussehen ändern. Aussehen ändern. Aussehen ändern. I don't see Aussehen ändern. Vielleicht kommt das noch. Nach dem Tutorial. Ich mag keine Tutorials, die einem den Deckel des Spiels abnehmen. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Halt. Revelio. Da blinkt was. Oh ja, es blinkt, wenn ich was entdecke. Gut zu wissen. Schönen Tag. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Nix. Was Hogsmeade? Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Beer, 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 tiddly beer, beer, beer. A long time ago, went back in history. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Professor Hackett sagt mir was? Da klingelt irgendwas in meinem Kopf und gegen was für Böses sollen wir uns denn wehren? Voldemort existiert doch noch gar nicht, gibt doch gar kein Böses. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche, alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Professor Ronan, der Barbar. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Guten Hunger, Lars. Bis später. Nein. Das war einfach nur... Ne. Es tut mir leid, Professor, aber ich fürchte, das ist alles. Professor Figge hat fast dasselbe gesagt. Dann ist es die Wahrheit. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Figge, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben.
Ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Die Karte des Rumtreibers? Danke. Bitte. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ich habe das Gefühl, das Handbuch ist nicht so wichtig. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Ich glaube, das Handbuch ist nicht so wichtig. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Im Endeffekt ist ja auch nicht so viel, was Sie lernen. Wenn wir überlegen, dass im ersten Jahr Harry nur Wingardium Leviosa gelernt hat und keinen anderen Zauber in einem kompletten Jahr, ist das nicht so viel. Was bist du? Was bist du? Was bist du? Ich weiß nicht, was du bist. So, also ich soll... Handbuch ist ein Überwachungstool, ja. Aufs Gesicht gehen. Ich gehe aufs Gesicht, ich klicke nicht, aber es passiert doch nicht. Passiert nichts. Passiert nichts. Es passiert nichts. Nur im Film, weil die ganzen Unterricht geschnitten haben, aber klar kann. Nur Wingardium Leviosa, Chucky. Nur Wingardium Leviosa. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Sind Sie da etwa Professor Weasleys Verhör bezüglich unserer verspäteten Ankunft ausgewichen? Natürlich. Was ist mit Adava Kedavra? Den würde ich auch gern haben. Devil. Den würde ich auch sehr gern haben, aber kann ich leider noch nicht. Noch nicht. Ach so, den Button. Okay, guck mal. In der Tat, Sir. Ich habe mein Bestes versucht, aber ich bin mir aber sicher, dass sie ahnt, dass wir ihr nicht die ganze Wahrheit gesagt haben. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexe und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Ab Level 22 freischaltbar, dauert noch etwas. Oh Gott, das dauert wirklich noch lange, 22. Wobei, ich weiß nicht, wie schnell das geht. Das muss man mal gucken. Ich habe ja noch, bin ja noch im Tutorial. Das Spiel ist brutal. Wieso sieht Katja eigentlich so alt aus? Wir sind mit 30 in die 5. Klasse gekommen. Anscheinend hat das Spiel auch kein Bestrafungssystem, wie ich gehört habe. Man kann das Schüler also einfach angreifen. So wie es sich gehört. Venox, so wie es sich gehört. Dieses Symbol zeigt Hauptaufträge an. Das Erledigen von Hauptaufträgen bringt die Geschichte voran, schaltet neue Features frei und gewinnt EP. Einige Aufträge sind durch Zauberspruch und oder Stufenanforderungen gesperrt. In diesem Fall musst du die erforderliche Stufe und oder den erforderlichen Zauberspruch haben, um den Auftrag zu aktivieren. Neue Zaubersprüche können durch Erledigen von Aufgaben von Professoren oder als Auftragsbelohnung erworben werden. Verfolge einen Auftrag mit Lübbe, um ihn fortzufahren. Ich möchte natürlich zuerst Verteidigung gegen die dunklen Künste. Da kriege ich Leviosa. Was? Leviosa. Erstmal ist es Leviosa und nicht Levioso. Und das haben wir in der ersten Stunde Zauberkunst bekommen. Spielfehler. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke.
Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist Mr. Ollivander lebt schon? Wie alt ist der Mann gewesen? Wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Levioso ist was anderes als Leviosa. Er ist tot, Jim. So, also jetzt neuer Versuch. Auf Gesichtsbekleidung. Aber ich kann da nichts tun. Da ist nix! Ich möchte meine Maske. Wo kriege ich meine Maske? Nicht reingehen. Okay. Bin drauf. F drücken. F. Vielleicht, wenn ich hier die Schiebebrille aufsetze, dann vielleicht das Erscheinungsbild ändern. Nein. Okay. Also finde ich mal gut, dass ich theoretisch den Hut auch ausschalten könnte, wenn ich das möchte. Vielleicht, wenn ich die Brille aufsetze, dass ich dann... Ich muss eine Brille tragen. Yes. Yes. Craw. Aber dann müsste ich eigentlich Ravenclaw sein. Aber ich bin ja nicht bei Ravenclaw. Kann ich das hier auch machen? Jawoll, gib mir... Jawoll. Auf jeden Fall. Und was haben wir hier? Was passiert? Nix. Unsichtbares Gewand. Okay. Genau, die wollte ich haben. Die Maske. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!